Zeri wuchs in einer Großfamilie aus der Arbeiterklasse, umgeben von Wärme, Liebe und vielen starken Meinungen auf. Wie so viele blieben sie vom Elend nicht verschont und verloren geliebte Menschen an die Gefahren von Zaun. Und gerade deshalb lag ihre Stärke in ihrer Gemeinschaft. Von Geburt an hatte Zeri ein besonderes Verhältnis zur Elektrizität. Mit jedem Kichern entwich ihr ein Funke, mit jedem Schrei ein Blitz. Magie war in Zaun nichts Ungewöhnliches, Zeris elektrischer Zauber hingegen schon. Er wurde von ihren Emotionen geladen, manchmal geerdet, manchmal tosend und wild. Schon nach kurzer Zeit wussten ihre Nachbarn bei jedem Stromausfall, dass sie wahrscheinlich dafür verantwortlich war und nicht eine durchgebrannte Sicherung. Das Leben in Zaun ist ein wundervolles Chaos, sagte ihre Großmutter immer, und Zeri verkörperte dieses Chaos nur zu gern. Doch nicht jeder fand ihre kleinen Eigenheiten niedlich. Für ihre Familie und ihre Freunde war Zeri eine liebenswürdige Chaotin. Für andere war sie einfach nur Chaos. Bei gelegentlichen Wutausbrüchen, bei denen ihre verirrten Stromschläge eine Straßenlampe oder zwei oder vielleicht auch 12 zum Bersten gebracht hatten, dachte Zeri, sie hätte Blitze von etwas oder jemandem gesehen, doch sie konnte keinen genaueren Blick darauf werfen. Sie wünschte, sie könnte ihre instabilen Kräfte besser kontrollieren. Zielstrebigkeit hatte sie, doch an Geduld mangelte es ihr. Und doch bot sich mit jedem Funken eine Gelegenheit. Eines Nachts, als Zeri durch die Märkte des Entresols schlenderte, wurde der Boden von unterirdischen Ausgrabungen zum Erzittern gebracht, das schnell zu einem zerstörerischen Beben anwuchs. Sie verschwendete keine Zeit, raste an eingestürzten Gebäuden vorbei und rettete in den Trümmern gefangene Opfer. Als ihre Welt langsam in sich zusammenstürzte, wurde Zeri zu einem rasenden Blitz. Sie wusste, die Chem-Barone hatten Bergwerke in der Nähe errichtet, nachdem sie behauptet hatten, bessere Ressourcen als Hextech entdeckt zu haben. Was sie aber nicht verrieten, waren die Gefahren ihrer ungebremsten Grabungsarbeiten. Je schneller sich Zeri bewegte, desto stärker lud sie sich auf. Unter Druck blühte sie auf, erkannte, was ihre Kräfte bewerkstelligen konnten und wie viel ihr ihre Nachbarschaft bedeutete, auch wenn sie den Baronen nichts bedeutete. Als sich der Staub gelegt hatte, versammelten sich Überlebende, um Zeri zu danken. Unter Zeris Erleichterung brodelte Wut, denn Zeri wusste, dass sie mehr Leute hätte retten können, wenn sie ihre Kräfte besser beherrschen könnte. Was Zeri geschafft hatte, würde bestimmt die Aufmerksamkeit der Barone auf sich ziehen. Sie wusste, sie würden keine Skrupel haben, alles daran zu setzen, um an sie zu gelangen, und Zeri durfte nicht riskieren, dass andere verletzt werden würden. Nicht noch einmal. Um sie vor ihr selbst zu schützen, durchfilzte Zeri die Trümmer des Unglücks und baute eine Jacke, um ihre Elektrizität zu bändigen und den Blicken der Barone zu entgehen. Jetzt konnte sie ihre Gabe zügeln und Bedürftige beschützen. Als sie die zerstörten Straßen durchstreifte, sah Zeri gebrochene Gesichter. Familien versuchten, ihre Häuser wieder aufzubauen, und Zeri ging ihnen zur Hand, ohne ihre Kräfte einzusetzen. Doch je mehr sie half, desto mehr bekam sie zu Gesicht. Arbeiter, die Generatoren nicht anwerfen konnten, Eltern, die versuchten, mit kaputten Kochplatten Essen zu kochen. Diese Leute hatten niemanden, der sich für sie einsetzte, und schon gar nicht jemanden mit einer Gabe wie Zeri. Sie wusste, ihr Bezirk und andere wie dieser würden niemals wirklich sicher sein, wenn alles so bleiben würde, wie es war. Für die Barone waren sie nichts als wertlose Dinge, Ressourcen, die man ausnutzen konnte. Zeri wusste, was sie tun musste. Sie konnte nicht auf den nächsten Unfall warten. Sie musste sich den Baronen stellen. Zeri war eine Naturgewalt, die Schockwellen durch Zaun sendete. Schon bald erzählte man sich, dass die Nachschubwege der Chem-Barone zerstört worden waren. Von einem Blitz, der schneller einschlug, als das Auge sehen konnte.
Von ihren Verlusten erzürnt bildeten die örtlichen Barone eine ungewöhnliche Allianz und ihre gebündelte Macht konnte Zeri abwehren. Sie versuchte, sich anzupassen, schneller zuzuschlagen, doch gegen die endlosen Ressourcen der Barone hatte sie keine Mittel. Sie zog sich zurück, ihr Körper gebrochen, ihre Kräfte fast aufgebraucht. Die Barone waren vereint. Sie war alleine. Als sie nach Hause ging, erwartete Zeri Enttäuschung von jenen, die sie im Stich gelassen hatte. Aber sie wurde von ihrer Familie, ihren Freunden und Leuten, die sie nie getroffen hatte, willkommen geheißen. Sie alle wollten sich gegen ihre Unterdrücker auflehnen und ihre wieder aufgebauten Häuser gaben ihnen neuen Mut. Zeri hatte sich noch nie so inspiriert gefühlt und doch war sie es, die diese Leute inspiriert hatte. Sie war der Funke, der ihr Feuer entzündet hatte. Und sie war nicht mehr alleine. Mit der Hilfe ihrer Nachbarn hatte Zeris Mutter für sie ein Gewehr gebaut, aus den Materialien, die jene gespendet hatten, für die Zeri kämpfte. Die Leute von Entresol. Als Munition dienten Zeris Emotionen. Der leitfähige Lauf des Gewehrs verstärkte ihre Kräfte und nahm sie direkt aus ihren Händen auf. Gemeinsam mit ihrer Jacke konnte sie ihre Spannung besser kontrollieren, aufladen, um präzise oder wenigstens halbwegs präzise Elektrostöße zu verschießen. Sie hatte gedacht, sie würde sie alle in ihrem Widerstandskampf verlieren, doch weil sie sich für sie eingesetzt hatte, setzten auch sie sich für Zeri ein. Mit der Unterstützung ihrer Gemeinschaft kämpft Zeri für jene, die selbst nicht kämpfen können. Zaun ist nicht perfekt und auch Zeri ist es nicht. Aber manchmal reicht schon ein Funke, um die Welt zu verändern. Run fast, charge up, shoot the bad guys. Easy enough. I am lightning! Whew, got to recharge.